Die gefallen mir nicht. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Norweger, bitte. Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Sind ja gar nicht eingefallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Okay, this escalated quickly. Na komm mal her, ihr Spaggos. Hast du bekommen, was du wolltest, da? Töte den! Wie zu Hause! Er liebt dich oder stirbt. Gute, der da hinten schmeißt, den nehme ich mir vor. Komm her, Kumpelchen. Nein, nicht der. Den hier. Oh, was ist denn wieder mit diesem Visierding los? Keiner bewirft mich unbestraft mit Äxten. Oder Dreck. Was anderes könnt ihr nicht, ja? Nimm mal eben mit. Alles meins. Komm her, du. Nö, 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 nö. Sich hier feige verkriechen gibt's nicht. So. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Alles klar. Räuber könnten sich in den Überrissen des Langhauses verstecken. Das kriegen wir raus. Hab ich alles? Jo. Was sagt Sühnen? Sühnen sagt nichts. Da ist irgendwas. Aber laut Angaben sind es keine Räuber. Das ist da drin, ne? Ah, da ist tatsächlich jemand drin. Dag, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Ja toll, wie komme ich da rein? Durch die Tür wahrscheinlich nicht, oder? Ich kletter mal hoch. Von hier oben komme ich auch nicht rein. Wie
komme ich da rein? Wie offensichtlich ist die Lösung diesmal, auf die ich nicht komme? Durch die Fenster kann ich mich nicht durchzwängen. Da ist schon mal Sigurd. Ach, die haben die Tür aufgemacht? Das ist ja sehr nett. Sieh dir das an. Eine Falle. Vielleicht ist da drin etwas. Ich sehe nach. Das soll eine Falle sein? Ach so, das ist so eine Alarmanlage, wa? Hau alles klump. Hi. Ihr da, bindet uns los. Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Glaube ich euch. Freund, wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Wie das sich aufhält, ihr Gesicht. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln, aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf, fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen, aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen, irgendwo. Duck, was denkt ihr? Was? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Doug? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan. Ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Hier bauen wir uns also was Neues auf. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Werte Familie, Freunde! Willkommen in eurem neuen Heim. Erinnert mich ein bisschen an Kingdom Come. War das Gunnar? Das war doch gerade Gunnar. Wo hatten die eigentlich die ganze Zeit die Pferde? Eivor, der Dachdecker.
Oh, der Baum gefällt mir. Guckt euch das an, Leute. Das nennt man Natur. Kennt man heute nicht mehr so. Ah, Synnen gefällt's auch. Schick. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Sie hat eine Karte gefunden, wow. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsexe. Von den wenigen Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Verbotene Wald. Dann müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Hat er das jetzt da reingeschrieben? Gefällt mir. Dein innerer Poet hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Stimmen jetzt die Siedler? Wir mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Der Gunnar ist wirklich mitgekommen, cool. Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Boah. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Weiß man nicht. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Yay! Ich mag Gunnar. Verwende den Atlas. Was hast du noch gefunden? Weltkarte öffnen. Tata! Atlas? Ah, hier kann ich zwischen England und Norwegen hin und her. Aha! Gut zu wissen, gut zu wissen. Größtenteils Notizen und Plänen, alte Briefe. Sesshaft werden. Ja, wo ist er denn, der Gunnar? Ah, ich finde den Baum so geil. So schön. Da ist er. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Nö. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied. Zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Ein Wasserpferd ist eigentlich ein Kelpie. Na, da fällt mir und der würde euch fressen. Ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Oh, schön, wie ihr alle Karten finden könnt. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Wir können doch keine Klöster ausrauben. Nimm die Karte. Obwohl. Und nutze sie besser als die. Ich sag besser nichts.
Kloster Anchester. Drücke M. Mach ich. Ja. Und weiter. Übernimm die Führung des Landschiffes. Ach, das sind dann... Und das sollen wir ausrauben gehen. Hier hinten das. Ganz kurz Fertigkeitspunkte. Puh, was haben wir denn so? In den Rücken fallen, wenn du ein in den Rücken deines Gegners hast, richtest du mehr Verteidigungsschaden an, bringst ihn ins Taumeln. Das nehmen wir. Was ist hier noch so? Fernkampfschaden immer hoch machen. Was ist das? Fähigkeitenschaden, Nahkampfschaden. Nahkampf machen wir mal hoch, so. Es nimmt langsam Form an hier. Gehen wir hier zur Stärke noch hoch. Betäubung. So. Na, dann würde ich sagen, auf zum Aufzug!